Warum sollte man in Immobilien hier in den USA investieren? Fünf Punkte, die diese Frage für mich beantworten. Die USA lieben Real Estate. Die USA sind vermieterfreundlich und immer daran interessiert, dass Vermieter und Investoren auch Gewinne machen. Die USA betreiben keinen Modernisierungs- und Energiewahnsinn. Und die USA sind digital. Last but not least, die USA wachsen. Dieses Land hat ein gesundes Bevölkerungswachstum. Das sind steile Thesen. Wie ich zu diesen Aussagen komme und was sich hinter diesen Punkten verbirgt, siehst du in diesem Video. Let's get into it! Der Lucas Show. Mein Name ist Lukas, ich bin selbst Immobilieninvestor hier on the ground an der Ostküste der USA in Philadelphia. Gemeinsam mit meinen Co-Investoren finde, entwickle und vermiete ich Immobilien hier in der City of Philadelphia. Kommen wir zu den Punkten, die ich eingangs genannt habe. Punkt Nummer 1. Die USA lieben Immobilien. Der gesamte Immobiliensektor, also Bau und Wohnen, spielt eine entscheidende Rolle hier in der amerikanischen Wirtschaft. Es ist einer der bedeutendsten Teile des Wirtschaftssystems und ist eine solide Grundlage für Investitionen. Aktuellen Daten zufolge ist der Anteil des Immobiliensektors am BIP, also am Bruttoinlandsprodukt, rund 20%. Ziehen wir jetzt noch den Bau mit hinzu, also das Baugewerbe, sind wir bei knapp über 24% Anteil am BIP. Im Vergleich dazu sagt der ZIA, also der Zentrale Immobilienausschuss, der Anteil der deutschen Wirtschaft, Gesamtwirtschaft, Wohnen und Bau am deutschen BIP beträgt lediglich 16%. Und 24% ist eine Menge. Das heißt, viele Leute hier in den USA sind daran interessiert, dass der Immobilienmarkt lebt und funktioniert. Kommen wir zum Punkt Nummer 2. In den USA wird größter Wert darauf gelegt, dass Vermieter und Investoren auch Gewinne erzielen. Das heißt, im Vergleich zu anderen Ländern sind die Renditen, die wir hier erwirtschaften können, sehr attraktiv. Eine Rendite von 6-12% ist hierzulande, hier in den USA, normal und liegt damit weit über Deutschland. Und genau diese attraktiven Renditen ermöglichen es Investoren und Vermietern, die Investitionen rentabel zu gestalten und auch Gewinne zu erzielen. Und nur wenn Investoren und Vermieter in die Lage versetzt werden, Gewinne zu machen, investieren sie auch. Nur wer Gewinne macht, kann reinvestieren. Wer damit Verluste macht oder auf Null rausläuft, der wird weder den Wohnraum erhalten können, geschweige denn neuen Wohnraum schaffen. Bevor ich jetzt weitermache, wenn dir mein Video gefällt, lässt mir auf jeden Fall ein Like da, ein Abo, falls du es noch nicht gemacht hast. Das tut dir nicht weh, das kostet dich gar nichts, hilft dem Kanal ungemein. Wenn du Themenwünsche hast, Fragen hast, ab damit in die Kommentare unter das Video oder schreib mich einfach an bei Instagram. Was passiert, wenn man diesen Investoren und Vermietern durch staatliche Eingriffe und Regulierungen diese Gewinne nimmt und sie dann plötzlich nicht mehr investieren oder bauen? Das sieht man deutlich am Beispiel in Deutschland. Und zusätzlich dazu sind diese Gewinne und Investitionen hier in den USA noch in einer stabilen und sicheren Währung, also dem US-Dollar. Das bietet Investoren, die hier vermieten, zusätzliche Sicherheit und auch Stabilität. Durch solche Renditen und die Sicherheit der Investitionen wird das Vermieten von Immobilien hier in den USA zu einer lohnenden und attraktiven Möglichkeit, Gewinne auch zu erzielen. Kommen wir zum Punkt Nummer 3. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die USA keinen Energie- und Modernisierungswahnsinn leben. Das Investieren in Immobilien hier in den USA basiert darauf, dass Energiekosten vernünftig und gut kalkulierbar sind. Das trägt zu einer besseren Rentabilität der Immobilieninvestitionen bei. Die Energiekosten, wie wir wissen, sind ein wichtiger Faktor bei den Immobilieninvestitionen. Im Vergleich zu anderen Ländern sind die Energiekosten hier in den USA attraktiv und ermöglichen es, Investoren und Vermietern auch Gewinne zu machen. Punkt Nummer 4. Die USA sind digital. Was heißt das? Das bedeutet, dass der Immobilienmarkt in den USA fortschrittlich ist und digitale Lösungen, zum Beispiel für das Grundbuch oder auch das Property Management, die Hausverwaltung, verwendet werden. Dadurch werden die Prozesse effizienter, transparenter. Das heißt, jeder kann zu jeder Zeit sehen, in welchem Status eine Transaktion ist. Du kannst sogar Häuser komplett elektronisch kaufen. Wenn alles transparent ist und jede Seite genau weiß, wo man in einer Transaktion steht, das heißt, der gesamte Prozess ist transparent, effizient und somit auch schneller. Wenn du ein Haus kaufen möchtest oder verkaufen möchtest, kannst du das hier in den USA innerhalb weniger Tage tun. Du musst nicht mal vor Ort kommen. Das kann komplett elektronisch erfolgen. Du kannst Immobilien natürlich online suchen. Hier kennt man Realtor.com, Zillow.com oder auch Redfin.com. Soweit bekannt, oder? Sobald du nun ein Haus gefunden hast, was dir gefällt, kannst du weitere elektronische Werkzeuge nutzen, um dir mehr Informationen über das Haus zu ziehen. Zum Beispiel die Anzeige von Bildern, virtuelle Touren, 3D-Modelle. Soweit so gut, das ist bekannt. Immobilien-Websites gibt es auch in Deutschland und 360-Grad-Touren, soweit auch schon bekannt, oder? Aber jetzt kommt der Clou. Du siehst noch weitere Informationen hier, die du in Deutschland nicht siehst. Du siehst sofort die Adresse. Da wollen Makler manchmal Geld dafür haben, dir die Adressen zu geben. Weiterhin siehst du, wer ist der Eigentümer von diesem Haus aktuell? Wann hat er das Haus gekauft? Zu welchem Preis hat er das gekauft? Wie hoch sind die Steuern dieses Hauses? Also das heißt, wie hoch ist die jährliche Belastung? Steuern und Versicherungen kannst du dir ausrechnen. All das siehst du direkt online beim Listing. Und das nenne ich Transparenz. Das bedeutet, wenn du hier ein Haus suchst, findest und auch kaufst, kannst du online nachschauen, wer steht in den Grundbüchern,
du im besten Falle. Das heißt, wenn du hier ein Haus kaufen möchtest, wirst auch du namentlich in diesen Grundbüchern stehen oder deine Firma, je nachdem, in welchem Konstrukt du hier Immobilien kaufen möchtest. Das ist online einsehbar, transparent gestaltet und für jeden zugänglich. Um jetzt den Kaufprozess auch noch fortzusetzen, kannst du elektronische Dienste wie zum Beispiel E-Signaturen benutzen, um rechtskräftig Dokumente elektronisch zu unterzeichnen. Das kann der Kaufvertrag, die Finanzierungsunterlagen oder andere Formulare sein. Das geht elektronisch. Ich habe hier schon ganze Häuser gekauft, ohne den Notar jemals gesehen zu haben oder auch den Verkäufer. Ich habe eine sehr, sehr rüstige 86-jährige hervorragende Lieblingsnotarin. Selbst die kann alles elektronisch verarbeiten. Das nenne ich optimierte Prozesse. So kann man hier Immobilientransaktionen innerhalb weniger Tage über die Bühne bringen. Last but not least, Punkt Nummer 5, die USA wächst. Sowohl die Bevölkerung als auch die großen Städte hier in den USA wachsen kontinuierlich. Natürlich mit Schwankungen innerhalb der letzten Jahre, Monate gab es Bundesstaaten, die haben eine besondere Wegzugsbewegung erlebt, zum Beispiel Kalifornien, aber das hat sich auch wieder umgedreht. Also alles, was aus Kalifornien wegging und nach Texas ging zum Beispiel, das Ganze dreht sich aber schon wieder inzwischen. Das heißt, Kalifornien hat schon wieder positiven Zuzug. Von daher insgesamt betrachtet, die Bevölkerung der USA wächst. Und dieses stetige Bevölkerungswachstum eines Landes sagt auch, dass es eine steigende Nachfrage nach Wohnraum geben muss, was ganz klar zu einer Wertsteigerung der Investitionen führen wird. Gemeinsam mit meinem Team fokussieren wir uns nur auf einen lokalen Markt hier in Philadelphia an der Ostküste. Wenn du die Bevölkerungserwartungen hier auf Wikipedia dir für Philly mal anschaust, dann heißt das, 2025 ist Philly auf Platz 58 der bevölkerungsreichsten Städte mit 6,13 Millionen Einwohnern. Aktuell sind es schon mehr, wenn man den gesamten Großraum Philadelphia betrachtet. Aber 2050 sollen es bereits 7,6 Millionen Einwohner sein und 2075 bereits 8,3 Millionen. Und bei so einer Bevölkerungsentwicklung mit solchen Prognosen, da ist es natürlich höchstwahrscheinlich, dass jedes Stück Land, ob nun bebaut oder unbebaut, im Einzugsbereich dieser Stadt im Wert steigt, ja steigen muss. Wow, du hast bis zum Schluss des Videos durchgehalten. Als Dank dafür verabschiede ich mich von dir mit ein paar Eindrücken von Philadelphia. Wenn du Themenwünsche hast, dann schreibst du mir das am besten in die Kommentare unter das Video. Den Like und das Abo nicht vergessen, falls du es bis hierhin immer noch nicht getan hast. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.